Sie wollten mich sehen, Sir? Ja, gestatten Sie mir, mich vorzustellen. So wenige Schüler kennen mich heutzutage. Eldridge Diggory, ehemaliger Zaubereiminister und Gründer des Auroren-Rekrutierungsprogramms. Ich glaube, Sie können helfen, einen jahrzehntealten Mord aufzuklären, dank des Buches und vor allem der fehlenden Seiten. Woher wissen Sie von dem Buch und den Seiten? Wir Porträts hören mehr, als man denkt, und die meisten von uns können ein Geheimnis bewahren. Und was sagen Sie? Sicher wäre ein Hufflepuff wie Sie geneigt, für längst überfällige Gerechtigkeit zu sorgen. Das könnte genau mein Ding sein. Auch Hufflepuffs lüften gerne mal ein Geheimnis. Schön, dass Sie sich der Herausforderung stellen. Ich glaube, dass auch Sie davon profitieren werden. Meine Großnichte Helen Thistlewood kennt die Details. Sie ist im Ruhestand, war aber zu ihrer Zeit eine große Aurorin. Und der ungelöste Mord, von dem ich spreche, war ihr Fall. Ich besuche oft mein Porträt in ihrem Haus im nahegelegenen Upper Hogsfield. Soll ich ihr sagen, dass Sie kommen? Wie sollen ein paar Buchseiten ihr helfen, einen alten Fall zu lösen? Ein Junge verschwand mit diesen Seiten, aber man fand nie die Leiche. Trotzdem wurde ein Mädchen für den Mord verurteilt. Diese Seiten scheinen sie zu entlasten. Meine Großnichte kann ihnen mehr darüber erzählen. Können Sie mir mehr über Ihre Großnichte erzählen? Die beste Aurorin, die es gibt. Jahrgangsbeste und später vorbildliche Dienerin des Ministeriums. Und ihr Funke ist auch im Ruhestand nicht erloschen. Sie und ich unterhalten uns oft über alte Fälle und unsere große Zeit. Nun, es ist auch mal schön, von den Schülern wegzukommen und mit jemandem zu sprechen, der mit meinem Erbe vertraut ist. Wann genau waren Sie Zaubereiminister? Vor über 100 Jahren. 1733 bis 1747. Ach, die Geschichten, die ich erzählen könnte. Ich hatte nicht die Gelegenheit, alles zu tun, was ich wollte. Ich war gerade dabei, Azkaban zu reformieren, als die Drachenpocken mein Leben verkürzten. Bis zum bitteren Ende habe ich Funken genießt. Ich werde umgehend zu ihr gehen. Fabelhaft. Ich denke, mit Ihrer Neigung für harte Arbeit und Helens scharfem Verstand werden beide Rätsel schneller gelöst, als Sie denken. Ich sehe Sie dann dort. Bald, hoffe ich. Ich finde, es wird nicht. Ich träume von einer besseren Welt für mich.
Das muss der Ort sein, den Minister Diggory meinte. Helen muss hier irgendwo wohnen. Willkommen in Upper Hogsfield! Bezauberndes Dorf! Ah, da sind Sie ja. Schön, dass Sie meinem Rat gefolgt sind. Madame Thistlewood? Ich habe Ihren Großonkel in seinem Porträt im Gemeinschaftsraum getroffen. Er schickt mich. Schön, dass Sie hier sind. Onkel Eldridge glaubt, dass das Buch und dessen fehlende Seiten für einen ungelösten Fall aus meiner Zeit als Aurorin relevant sein könnten. Also gut, ich bin ganz Ohr. Vor Jahrzehnten verschwand der Schüler Richard Jackdaw nach einem Treffen mit einer gewissen Anne. Seine Leiche wurde nie gefunden. Als sein kopfloser Geist in Hogsmeade auftauchte, ohne zu wissen, wie er gestorben war, wurde Anne des Mordes bezichtigt und nach Azkaban geschickt. Zum Großteil war das der Aussage von Apollonia Black geschuldet. Sie war wohl eifersüchtig auf Anne. Schrecklich. Aber ich wüsste nicht, wie ich helfen kann. Annes Alibi war etwas verworren. Sie sagte, Jackdaw habe ihr Abenteuer versprochen. Mit einer Karte auf ein paar Seiten, die er von Peeves gestohlen hatte. Sie denken, Peeves hat diese Seiten aus dem Buch gerissen, das ich in der verbotenen Abteilung fand? Wenn man meinem Großonkel glauben mag, ja. Zumindest ist das die Vermutung der Porträts in Hogwarts. Anne zufolge hat Jackdaw sie gebeten, mit ihm der Karte zu folgen. Aber zuerst sollte sie einige Rätsel lösen, die er ihr aufgab. Seltsame Art anzubandeln. Sie behauptet, sie habe nicht einmal sein erstes Rätsel gelöst und ihn folglich auch nicht getroffen. Jackdaws Geist verschwand fast so schnell, wie er aufgetaucht war. Ohne Jackdaws Rätsel, die Seiten oder seine sterblichen Überreste wurde Anne allein aufgrund von Apollonias Falschaussage nach Azkaban geschickt. Ich verstehe nicht. Wie kann ich helfen? Ich glaube, dass Anne das erste Rätsel inzwischen gelöst hat. Aber nach ihrer Zeit in Azkaban ist sie nur noch ein Schatten ihrer selbst. Sie spricht mit niemandem, dem sie nicht traut. Und sie traut niemandem. Wenn jemand wie Sie mit Ihrem Wissen um die Seiten mit Anne sprechen würde, könnte sie neue Informationen preisgeben. Eine schreckliche Geschichte. Wenn Sie meinen, dass es hilft, begleite ich Sie. Das wäre wunderbar. Ihr Mut und Ihre Freundlichkeit sind wirklich beispielhaft. Meine frühere Tätigkeit als Aurorin hat seine Vorteile. Wir können direkt neben ihr apparieren. Ich habe Minister, Professoren und viele andere an diesen verfluchten Ort gebracht. Schüler noch nie. Aber ich passe gut auf sie auf. Sie sagten, Jackdaws Geist sei kurz aufgetaucht und dann verschwunden. Wo könnte er hin sein? Ich weiß es nicht. Offenbar war er schon immer etwas rastlos, wollte ständig Abenteuer erleben. Wenn ich raten müsste, hatte er genug von Schottland und ist irgendwo am anderen Ende der Welt. Ich wüsste gerne mehr über Anne. Das arme Kind. Sie war nie sonderlich klug und dieser Mangel an Intellekt wurde ihr zum Verhängnis. Ich vermute, dass Jackdaw und Apollonia nur mit ihr gespielt haben. Wer hätte denn mit seinem Tod gerechnet? Azkaban hat ihr zugesetzt. Sie macht mir Vorwürfe, weil ich ihre Unschuld nicht bewiesen habe. Ich würde ihren Namen gern reinwaschen. Können Sie mir mehr über Apollonia Black sagen? Ein elendes, rachsüchtiges Mädchen. Sie behauptete, dass Anne gedroht habe, den Jungen zu töten, der ihr Herz gebrochen hatte. Der Einfluss der Blacks auf gewisse Leute im Ministerium und die Tatsache, dass Anne muggelstämmig ist, besiegelten ihr Schicksal. Na schön. Dann los. Machen Sie sich bereit. Wir apparieren gemeinsam. Keine Sorge, mir ist noch niemand zersplintert. Bis bald und passen Sie auf an diesem furchtbaren Ort. Es dauert nur einen Moment. Thank you.
Das sollte sie erstmal fernhalten. Womöglich verspüren sie jedoch eine Welle der Verzweiflung. Sie wird vorübergehen. Vielen Dank für die Warnung. Es ist ein wirklich trister Ort. Aber wir werden nicht lange bleiben. Folgen Sie mir. Schön aufpassen. Ich hätte nie gedacht, dass ich Azkaban mal von innen sehe. Diese Dementoren. Nicht mal ich konnte das Ministerium dazu bringen, sie wegzuschicken. Solche Monster braucht es nicht. Vorsicht vor Anne. Sie ist schon viel länger hier als der Rest von uns. Mit meinem Zauberstab würde ich euch allen Crucio verpassen. Du jagst mir keine Angst ein. In Hogwarts wären sie so wenig von dem, was man wissen sollte. Über deiner Begleiterin hängt eine dunkle Wolke. Ich fühle es. Kommt jemand, um mir Essen zu geben? Ha! Ist da wer? Das wird mir in der Schule niemand glauben. Denken Sie daran, dass Anne schon lange hier ist. Die Dementoren sind nicht nett. Haben Sie Geduld und sprechen Sie leise und respektvoll mit ihr. Sind Sie Anne? Wer ist da? Wer spricht mit mir? Der Tod, der mich endlich holen kommt? Ich bin ein Schüler aus Hogwarts. Ich habe das Buch gefunden, das sie entlasten soll. Ah, das Buch, das ist es, was ich suche. Im ganzen Land kein Magier die Seiten fand. Der tückische Halunke in seine Höhle sich stahl. In Upper Hooksfield entschied sich mein Schicksal. Sie meinen, die fehlenden Seiten sind in einer Höhle? Bei Upper Hooksfield? Hooksfield, die Ruine ein Gewölbe enthielt. Ein Gewölbe in Ruinen bei Upper Hooksfield. Ich schätze, ich könnte nachsehen. Es ist wert den Versuch. Sieh nach. Finde die Seiten aus deinem Buch. Helen, ich weiß, du bist hier. Komm etwas näher zu mir. Was ist denn? Sie sind verletzt. Gehen Sie. Die Höhle. Sie sind in Sicherheit. Sie haben, was Sie brauchen. Ich schaff's schon, sobald ich... Aber, Madame Thistlewood, ich... Na gut. Ich finde Jack aus Höhle. Incendi. Accio. Protego. Das muss der Ort sein, von dem Anne mir erzählt hat. Hier war ja ewig niemand mehr. Revelio. Accio.
verstehe. Mich überlistest du nicht, Jack Daw. Wo ist der Hinweis versteckt? Revelio. Eine Notiz von Jack Daw. Anne hat sie nie gefunden. Wie starb er? War sie unschuldig? Kann das sein? Hat jemand nach all den Jahren mein Rätsel gelöst? Wirklich gut gemacht. Richard Jack Daw, stehe zu Diensten. Der Richard Jack Daw? Ich hörte, du wärst vor Jahren verschwunden. Das solltest du mir erklären. Ach ja? Das war mein Rätsel, das du gelöst hast. Was machst du hier? Die Ex-Aurorin Helen Thistlewood erzählte von einer Karte, die du gestohlen hast. Und Anne sagte was von einer Höhle. Du hast Anne gesehen? Sie brach mir das Herz. Ich musste ohne sie weiterleben. Das ist für sie wohl auch besser. Darf ich fragen, wie es ihr geht? Sie kam wegen deines Mordes nach Azkaban. Ich fürchte, die Dementoren haben dauerhaften Schaden angerichtet. Was? Azkaban? Arme Anne. Ich hatte ja keine Ahnung. Ich dachte, sie hätte mich abgeschrieben. Ich bereiste jahrelang die Welt, um mein Herz zu heilen. Ich bin erst kürzlich zurückgekehrt. Mehr als Zufall. Ich muss mit dieser Aurorin reden, um zu sehen, wie ich Anne helfen kann. Das freut mich zu hören. Bevor du gehst, könnte ich die besagten Seiten mit der Karte dennoch finden? Ich bin fast sicher, dass ich sie in der Höhle fallen ließ, als ich geköpft wurde. Sie müssten dort mit meinen Überresten vor sich hinschimmeln. Ich sag dir was. Warum treffen wir uns nicht am Rand des verbotenen Waldes? Und ich zeige dir, wo genau sie sind. Wie hast du deinen Kopf verloren, wenn ich fragen darf? Beim Umschauen habe ich plötzlich eine erfrischende Brise gespürt. Danach war ich ganz, nun, benommen. Mehr weiß ich nicht. Daher solltest du die Höhle nicht unvorbereitet besuchen. Warum genau, kann ich nicht sagen. Aber du wirkst scharfsinnig. Vorsicht vor einem leichten Lufthauch. Wie ist es möglich, einen Poltergeist wie Peeves zu bestehlen? Ich habe die Seiten nicht seiner Geistergestalt geklaut. Ich fand sie nur auf seinem Pfad der Zerstörung. Er neigt dazu, Sachen kaputt zu machen. Bücher, Flaschen, Rüstungen, was auch immer das meiste Chaos verursacht. Ich habe sie vor der Bibliothek auf dem Boden gefunden. Nicht mein glücklichster Fund, wenn man bedenkt, wozu er führte. Helen erwähnte Apollonia Black. Musste Anne wegen ihr den Kopf hinhalten? Bist du jemals Angehörigen der Blacks begegnet? Die sind ziemlich nachtragend. Dass Anne Interesse an mir zeigte, konnte Apollonia nicht ertragen. Dass ihr eigenes Herz erkaltet war, war ihr egal. Danke. Ich brauche diese Seiten. Für einen Freund. Nun, dann sehen wir uns dort.